Hallo und herzlich willkommen am heutigen Mittwoch zu einem neuen Trading-Tipp. Unsere Empfehlung heute ist RWE. Der Versorger kam zuletzt etwas unter Druck. Dabei ist RWE mit seinem starken grünen Portfolio richtig gut aufgestellt für die neue Energiewelt. RWE hat zuletzt starke Zahlen gemeldet, hat auch mittelfristig sehr gute Aussichten, will viel in die grünen Energien investieren und das sollte sich auch mittelfristig im Kurs widerspiegeln. Unsere Empfehlung heute ist allerdings eher kurzfristig auch auf das Chartbild ausgerichtet. Wir sehen es über geordnet in den vergangenen Monaten ein ganz klarer Seitwärtstrend bei RWE zwischen etwa 36 und rund 44 Euro. Das Mehrjahreshoch bei 44 Euro ist auch unser nächstes Ziel. Wir sehen es hier zuletzt etwas tiefere Hochs, dafür auch höhere Tiefs bei RWE. Und das Ganze rechnen wir damit, dass sich eben fortsetzen dürfte, dass die RWE-Aktie zeitnah wieder in Richtung der oberen Begrenzung des Korridors laufen dürfte. Angesichts positiver Analystenstimmen und immer wieder guter News zum Portfolio sollte das Ganze auch nachrichtengetrieben erfolgen. Wie gesagt, unser Ziel wäre es, dass diese jüngste Abwärtsbewegung nun schnell wieder nach oben gehen kann, wie es bereits in den vergangenen Monaten mehrfach der Fall war. Aktuell der Kurs bei 38,90 Euro. Das sind noch die Kurse von gestern. Heute ist die RWE-Aktie im schwachen Marktumfeld im frühen Handel einer der stärksten Werte, schlägt bereits wieder den Weg nach oben ein und wir setzen eben darauf, dass es jetzt schnell in den Bereich 43, 44 Euro mit der Aktie gehen kann. Das sind bei der Aktie rund 10% nach oben und um dem Ganzen etwas mehr Würze zu verleihen, haben wir wie gewohnt ein passendes Faktorprodukt für Sie, ein Faktor Long unseres Partners Morgan Stanley mit Faktor 3, aktueller Kurs 8,97 Euro und das Ganze dürfte rund 30-35% Potenzial versprechen. Der Schein könnte also in den Bereich von 11,70 Euro etwa klettern. Absichern würde ich die RWE-Position mit einem Stopp bei 7,70 Euro. Und jetzt blicken wir noch einmal auf die Empfehlung von gestern. Das war Amazon. Hier hatten wir auf das Kaufsignal mit dem Sprung über die Hochs vom Oktober vergangenen Jahres spekuliert. Und wir sind nach wie vor in diesem Bereich. Die Amazon-Aktie gestern eher schwach in den Handel gestartet. Dann hat sie sich aber gefangen, hat von der Cloud- und KI-Fantasie, die US-Tech-Werte weiter angetrieben hat, auch profitiert. Das Produkt hat sich bislang noch kaum bewegt, aber das Szenario ist weiter intakt. Wir setzen darauf, dass die Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate die Amazon-Aktie bereits von 90 auf 120 Dollar in kürzester Zeit getrieben hat, sich weiter fortsetzen wird. Und wenn wir jetzt noch einmal auf das Produkt blicken, sehen wir es noch einmal eingeblendet. Genau, die WKN hieß hier. Empfehlung, gestern 3 Euro, aktuell 2,99 Euro. Noch hat sich wenig getan. Wer einsteigen will, kann dies nach wie vor tun, denn das Szenario ist weiter intakt. Wir rechnen hier mit deutlich höheren Kursen und sehen damit auch beim Faktor Long Kurse von rund 4 Euro, die halten wir durchaus für realistisch. Ich wünsche Ihnen deshalb mit beiden Produkten viel Erfolg, gute Kurse und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder mit einem neuen Trading-Tipp. Bis dahin.